Hallo liebe Hecht und Barsch Zuschauer und herzlich willkommen zum Unboxing des Lurdrop aus dem März 2024. Hi Leo. Hi, herzlich willkommen. Und warum ihr dieses schwarze Schmuckstück unbedingt abonnieren solltet, das erfahrt ihr jetzt im Laufe des Unboxings. Und es ist vor allem ein ganz, ganz wichtiger oder für viele Leute vielleicht wichtiger Grund hinzugekommen, weshalb es sich mehr lohnt, hier mit dem Abo zu gehen und nicht von Monat zu gucken, ob man sich den Lurdrop über einen Online-Shop bestellen möchte. So, wir fangen direkt an. Und es geht wie immer mit dem Flyer los. Ihr findet hier einmal alle Produkte abgelichtet. Es ist wieder eine Menge Blau zu sehen. Blau steht immer entweder für Neuheit oder für Sonderfarbe. Also ich sehe hier schon zwei Sonderfarben und zwei neue Größen. Genau, und dann könnt ihr natürlich hier auch so ein paar Empfehlungen nachlesen. Wir haben hier auf der rechten Seite das Zielfischmuster auch nochmal neu überarbeitet. Also hier steht jetzt ein bisschen differenzierter, für welche Zielfische das zu benutzen ist, von eher als Beifang über gut geeignet bis hin zu perfekt geeignet. Ist das jetzt kategorisiert für die jeweiligen Produkte? Und natürlich findet ihr hier auch eine Empfehlung, welche Hakengröße man zum Beispiel für Softbaits benutzen möchte und so weiter. Und auf der Rückseite findet ihr zum allerletzten Mal hier unten eure Losnummer. Das ändern wir nämlich. Es wird nämlich mit diesem Gewinnspiel eine kleine Änderung geben. Da sagen wir euch dann aber genau, wenn es zum Gewinnspiel kommt. Auf jeden Fall, heute gibt es ein fettes Japan-Bundle zu gewinnen. Und wer das gewonnen hat, das erfahren wir am Ende der Sendung und was sich geändert hat mit diesem System ebenfalls. Leo legt los mit dem Neuke Busy Bro. Genau. Busy Bro. Habe ich sogar als Sample hier schon bei mir auf dem Schreibtisch gehabt vor ein paar Monaten, als der, Takeuchi-san. Genau. Der war bei uns zu Gast und hat hier Samples mitgebracht und jetzt ist er da. Genau, ist relativ neu auf dem Markt. Also wir haben den jetzt hier nicht mehr als Neuheit deklariert, weil wir den schon seit Mitte, Ende Dezember letzten Jahres haben. Aber dennoch ist es natürlich ein super nagelneues Produkt, made in Japan. Und den, genau, gucken wir uns direkt mal an. Wir haben eine Länge von 3,5 Inch. Das ist auch die einzige Größe, die es aktuell davon gibt. Weitere sind geplant, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Wir haben ein Creature Bait. Der ist ein bisschen speziell aufgebaut. Wir haben im Prinzip zwei Wirkungsrichtungen. Diese kleineren Beinchen, die spielen im Prinzip in eine Richtung und diese beiden Schaufeln an den Armen, die spielen in die komplett andere Richtung. Dieser Köder bewegt sich halt quasi von alleine unter Wasser, also man braucht den nicht viel animieren. Der hat sehr, sehr viel Spiel eingebaut. Wir haben eine Offset-Tasche oben und unten verbaut. Das heißt, er ist auch für alle möglichen Rigs super geeignet. Und Neuke-typisch haben wir auch einen sehr, sehr starken Salz- und Flavor-Einsatz in Form von einem sehr intensiven Shrimp-Aroma. Das ist das erste Produkt im Lurdrop 02. Verschiedene Dekore? Oder? Ja. Wir haben verschiedene Dekore. Das sind allerdings, wie bei Neuke üblich, alles sehr gedeckte Farben, also hier bis auf einen Chartreuse-Ton gibt es, glaube ich, kein, nichts wirklich Auffälliges. Hier hast du mal ein bisschen mehr Blauglitter drin, da ist es ein bisschen heller, aber unterm Strich alle sehr, sehr natürlich gestaltet und altbewährt. Was ich zu dem Busy Bro auf jeden Fall auch sagen kann oder zu Neuke-Produkten allgemein ist, dass es für Japan-Produkte wahrscheinlich ein bisschen untypisch ist, dass die auch in Europa Feldversuche durchführen. Also ich glaube, viele Japan- und USA-Produkte, die funktionieren einfach sehr, sehr gut. Aber hier ist es so, dass die wirklich auch auf die europäischen Räuber getestet worden sind. Das weiß ich, weil Takeuchi auf dem Rückweg von Holland bei uns gestoppt hat und gesagt hat, er hat jetzt gerade tagelang Busy Bro getestet in Holland. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass da auf jeden Fall man sich auch so ein bisschen versucht, in den europäischen Angler reinzudenken. Ich mache weiter mit einem Produkt, das mir im Showroom von Ganki positiv aufgefallen ist, als wir Ende letzten Jahres in Frankreich waren. Das ist der Rockstar in, würde ich sagen, ist vielleicht der kleinste Gummiköder, den wir je hatten, im monatlichen Lurdrop zumindest. Geht schon in Richtung Ultralight, würde ich sagen, so an der Grenze auf jeden Fall. 4,5 cm lang, ist ein kleines Grundelimitat. Finde ich ziemlich schön und detailliert.
Die Barschangler aus den Großstädten werden sich freuen. Da wird man auf jeden Fall ja, erfolgreich mit sein. Anis-Flavor mag ich auch immer sehr. Weiß nicht, wie die Fische drauf stehen, aber ich für mich finde es auf jeden Fall sehr angenehm immer. Dieses Ganki-typische oder Ilex-typische Anis-Flavor zu riechen. Ja, gefällt mir gut. Schöner Köder. Passt auch gut in die innerstädtischen Kanäle, also gerade zum urbanen Fischen. Und wenn die Brut halt quasi sehr klein ist. Ja, aber es ist quasi ein Garant auf eine hohe Frequenz hier in Berlin. Kann man auch sehr, sehr große Fische mitfangen. Ne? Also es ist nicht so, dass das nur funktioniert jetzt auf irgendwie kleine Kanalbarsche, sondern ja, zu bestimmten Jahreszeiten gehen auch die 50er Barsche sehr gerne auf so kleine Brut. Genau. Ich würde das gleich doch nochmal aufgreifen. Nämlich ja. Noch eine zweite Gründe. Und zwar, wenn die Brut dann doch nicht mehr so klein ist, haben wir eine vernünftig große Gründe. Hier in unserem Spezialdekor White Tiger und Black Tiger im Mixpack von der Firma Lure Junks. Der Finisher 10 cm Größe. Hier haben wir jetzt jeweils eine der beiden Farben ausgepackt. Wir hatten auf jeden Fall schon mal einen Finisher in 8 cm in der Monatsbox. Dieser ist jetzt 10 cm und ja, er weist dieselben Features aus. Das heißt, wir haben sehr detailgetreue Darstellung einer Grunde mit den großen Brustflossen und dem großen Kamm auf dem Rücken. Der Kamm ist hier ein bisschen besonders gehalten und zwar ja, ist der im Prinzip geöffnet. Das heißt, wenn man den Jigkopf montiert hat, guckt er gar nicht aus diesem Köder raus und dann versteckt sich zum größten Teil in diesem Kamm und hält da auch nochmal so ein bisschen ja, abgestorbene Pflanzen, Blätter etc., was sich im Wasser befindet, vom Köder weg, beziehungsweise vom Haken weg. Aber der Kamm ist so weich gestaltet, dass beim Anbiss und beim Hookset auf jeden Fall der Haken im Fischmaul eindringen kann. Ja, wir haben an der Zahl 5 Stück, mal sind es 3 weiße, mal sind es 3 schwarze. Das sollte der einzige Unterschied sein. Und ja, Lure Junks typisch. Jetzt haben wir, glaube ich, schon den dritten Geruch. Anis, Shrimp, Fish. Und hier haben wir jetzt ganz, ganz starkes Knoblauch-Flavor. Das ist auch auf jeden Fall nicht abschreckend unter Wasser. Stark bewährt. Sieht man ja auch bei anderen Herstellern. Dann mache ich weiter mit einem Köder, der kein Flavor drin hat. Das ist nämlich ein Hardbait. Und zwar der X68 von Lurefans. Dem seid ihr möglicherweise schon zweimal über den Weg gelaufen, vielleicht aber auch nicht. Einmal in der Zuschauerrolle beim YPC Bank hat Alex vom ja, Sunline-Team, ich glaube für Sunline ist er gestartet, genau, hat einen sehr, sehr großen Barsch, ich glaube 49 im Kanal damit gefangen. Und dann für alle, die den Adventskalender hatten, hatten wir ebenfalls genau dieses Modell in einer anderen Farbe allerdings. Im Kalender ist ein sehr, sehr schöner kleiner Twitchbait zum Barschangeln. Läuft ungefähr einen Meter tief, ist eine Suspending-Variante, also schwebend, steigt nicht auf, sinkt nicht ab, sondern bleibt ungefähr auf derselben Höhe. In seiner schlanken Form natürlich auch was für Rapfen, für größere Forellen. Er hat hier ein Magnetic Boost-System drin. Das ist dasselbe Prinzip eigentlich, wie wenn jetzt hier eine Kugel hoch und runter laufen würde. Aber es, dadurch, dass es eben auf einer Schiene stattfindet und der hier vorne durch einen Magneten gehalten wird, ja, ist es einfach ein bisschen präziser. Super scharfe, rostfreie BKK-Haken sind hier noch verbaut. Also rundum genau das Richtige, um deinen nächsten großen Barsch zu haken und auch sicher in den Kescher zu bringen. Ja, dann sind wir beim Thema große Barsche. Die fängt man bekanntlicherweise auch sehr, sehr gut mit Spinnerbaits. Wir haben jetzt hier von der Firma ATEC den TW Spinnerbait mit in die Box platziert. Das ist ein Spinnerbait, der von der Größe her wirklich gezielt zum Barschangeln einsetzbar ist. Ein relativ kleinen Haken in einer 1-0er Größe. Ich packe den mal hier komplett aus. Wir haben hier einen Baitholder mit auf dem Hakenschenkel aufgegossen, einen sehr detaillierten Kopf designt. Und ja, wir haben insgesamt 4 Farben untergebracht, die sind alle super realistisch, natürlich gehalten. 2 Farben haben diese dunklen, eloxierten, also schwarz eloxierten Blätter, die anderen sind Gold. Und ja, die optimale Größe jetzt zum Barschangeln kann man mit oder ohne Trailer fischen, also
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ohne gemacht habe. Für mich gehört der schon mit drauf, aber erfahrungsgemäß funktioniert der. Machen auch, viele auch anders. Also gerade zum Barschangeln kenne ich viele Leute, die ohne Trailer Spinnerbaits angeln. Ja. Zum Hecht kenne ich das eigentlich fast nur noch mit Trailer, weil es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Volumen dann einfach ist. Im Vorfeld beim Testen haben wir den kombiniert mit diesem Moike Busy Bro. Es sah super, super schön aus im Wasser. In der Kombi dann wirklich nur was für große Barsche, aber dafür ist der eigentlich auch gedacht gewesen und dementsprechend kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir haben hier vorne in dem Fall so eine offene Öse. Das wird oft bemängelt, weil das Argument ist, dass man das Ganze dann nicht mit einem Snap angeln kann. Aber bei diesem Modell, also gerade weil dieser Abstand zur Öse im Prinzip so klein ist, hat sich halt herausgestellt, dass der Snap sofort wieder den Weg in diesen Knick findet und dementsprechend braucht man da theoretisch auch kein Gummi oder Sprengring rüberlegen. Wenn man es macht, klar, dann hat man es garantiert, dass der sofort in der ersten Sekunde anläuft, aber spätestens nach einer Kurbelumdrehung rutscht das Ding hier rein und man kann auch hier wieder ein Stahlvorfach oder ein dünnes Titan verwenden oder einfach den Snap am Fluorocarbon. Aber ja, mit Hechtbeifängen sollte man absolut rechnen. Dementsprechend würde ich ein kleines, kurzes Titanvorfach vorschalten und dementsprechend sicher gehen, dass man die Hechte damit auch nicht verangelt. Stichwort Hecht. Wir kommen zu unserem ersten, ja, echten Hechtköder, würde ich sagen. Bisher war es doch eher klein, war eher Barsch und auch ein bisschen Zander. Das hier ist auch kein riesengroßer Köder, aber es ist ein echtes Highlight. Ganz neu auf dem Markt, der Glidebait von Molix. Das ist einer der beliebtesten Glidebaits bei uns im Shop in der größeren Variante. Ich glaube, 17 cm ist der größere. Genau, richtig. Und das ist jetzt hier, ich packe den mal aus, gar nicht so einfach. Dafür brauchst du eine Schere. Ziemliche Fort Knox. Okay, nennen wir das mal Schere. Also, wenn man es geschafft hat, das Paket zu öffnen, ohne sich massiv zu verletzen, dann erwartet hier wirklich ein echtes, echtes Schmuckstück. Also wirklich ein ganz, ganz schöner Swimbait. Der, wie ich gerade schon erwähnt habe, 170er ist ein absoluter Topseller bei uns im Shop und natürlich nicht nur bei uns, weil natürlich viele Angler jetzt vielleicht keine 17 cm langen Swimbaits angeln, sondern eben auch mal mit einer kleineren Größe es auf Hecht probieren wollen. Und insofern ist das jetzt hier eine neue Größe, 13 cm, Slow Sinking. Hat einen wunderbaren Lauf, ganz, ganz schön ausgearbeitet. Die Flossen sind hier mit so einem etwas weicheren Plastik, die sind hier nochmal extra eingesetzt. Einer der Hauptgründe, warum wir die größere Variante, über den kleinen kann man bisher ehrlicherweise wenig sagen, weil er so brandneu ist, aber die größere Variante so viel verkaufen ist, weil er für das, was es ist, noch vergleichsweise preiswert ist. Versteht mich falsch, das ist ein Köder, der fast 30 Euro kostet in so einer Größe. Das ist natürlich nicht wenig Geld, aber im Hinblick auf Verarbeitung ist das dann doch ein guter Preis. So sehen das jedenfalls die allermeisten Kunden, die sich auf hochwertige Swimbaits spezialisiert haben oder sich damit auskennen. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute happy sein werden, dass es jetzt eben auch noch eine kleinere Größe gibt. Auch zum Polderangeln richtig cool und einfach ein richtig, richtig schöner Swimbait. Natürlich kann man den in der Größe auch für andere Fischarten nutzen, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, dass es in unseren Breitengraden in erster Linie ein Hechtköder ist. Wird sicherlich ganz, ganz viel auch zum Blackbass-Angeln genutzt werden, genauso wie der größere. Und ich weiß, dass Paolo, der YPC-Teilnehmer, damit auch schon auf Zander geangelt hat. Aber für mich ein Hechtköder und zwar ein richtig schöner. Leo, du wolltest auch noch was ganz kurz dazu sagen, glaube ich? Genau, also der Grund, warum es hier keine Ersatzflossen gibt, also die gibt es auch nicht separat zu kaufen oder sowas, ist, dass die einfach wirklich nicht kaputt gehen. Ich fische auch sehr viel mit dem größeren Köder und auch nach etlichen Attacken, also man sieht keine Schnitte, kein gar nichts, die Dinger fliegen nicht ab oder so. Dementsprechend braucht man sich hier keine Gedanken machen. Und was auch zu nennender Vorteil ist, wir haben hier unten quasi
die Ösen wurden durch Wirbel ersetzt. Das heißt, ein gehakter Fisch hat absolut keine Chance, sich dann im Drill auszuhebeln und dementsprechend zu entkommen. Absolut schönes Ding. Also ich bin selber sehr gespannt, jetzt nach der Hechtschonzeit, was die kleine Größe davon kann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem doch sehr, sehr tollen neuen Hardbait. Kommen wir zum nächsten Köder, und zwar ein ultra realistisches Raupenimitat. Nee, Quatsch, das ist natürlich nur zum Naschen. Das geht an mich. Das geht an dich, gerne. Und zwar von LMAB, der Drunk Twister in 12 cm in einer Sonderfarbe für diesen Lure Drop in Citrus Chris. Ist einfach eine super, super fängige Farbe, chartreuse, mit so ein bisschen grün und Goldglitzer, dazu ein dunkler Rücken, ein bisschen Barstreifen. Eine absolut bewährte Farbe zum Fischen auf Zander und Hecht. Wir haben uns jetzt hier in der März-Ausgabe dafür entschieden, den Köder eher als Zanderköder statt als Hechtköder einzusetzen. Einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade im Winter, wenn die Fische noch etwas träge sind, das Wasser noch kalt ist, gerade dieser Twisterschwanz eine sehr, sehr, sehr hohe Wasserverdrängung hat und damit der Köder sehr langsam absinken kann. Das heißt, er bleibt lange in der Strike-Zone des Zanders und die Fische, auch wenn sie träge sind, können reagieren, können den Weg zum Köder finden und eben dann zuschlagen. Die Farbe ist natürlich super stark UV-aktiv. Zusätzlich haben wir jetzt diesen Hell-Dunkel-Kontrast vom Rücken zum Bauch. Damit ist die Farbe unter Wasser sehr gut sichtbar für die Fische. Und zusätzlich, wie beim Drunkbait gewohnt, haben wir ein starkes Seafood-Flavor. Das heißt, alle Sinne des Zanders werden hier perfekt angesprochen. Natürlich ist er auch ein super Hechtköder. Ob man den jetzt leiert oder ob man ihn als Trailer zum Beispiel bei Multivibe dem 5-0er benutzt. Also da wird er auch sehr, sehr viel eingesetzt. Auch für einen großen Spinnerbait sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Ja. So, dann haben wir noch passende Haken. Das ist richtig. Wie so oft von der Firma Musaga. Ganz ultra genau. Scharfe Japan-Haken, total bewährt. Wir haben uns hier wieder für die Magnum-Variante entschieden, das heißt mit Baitholder. Insgesamt sind es 4 Stück. Der kleinste, Größe 2, ist logischerweise für den Rockstar. Dann haben wir einen 2-0er für den Busy Bro. Und die 4-0er Variante könnt ihr sowohl für den Finisher als auch für den Drunk Twister benutzen. Da haben wir 2 Gewichte, 7 Gramm und 10 Gramm. Genau, damit haben wir alles, bis auf den guten Carsten Meyer von der Firma Lurenetic. Carsten kennen viele von euch vielleicht von der Neuke-Seite oder von der Lurenetic-Seite. Da sieht man immer mal wieder Produktvorstellungen. Zum YPC hat er sich noch nicht getraut, muss man sagen. Da machen immer andere für seine Firma mit. Aber auch Carsten ist ein sehr, sehr versierter Angler und der macht hier dieses Mal den Expertentipp beim Scannen des QR-Codes, kannst du ihn dir angucken. Des Weiteren haben wir dem Carsten Meyer den diesmonatigen Jackpot zu verdanken. Er hat uns ein riesengroßes Krebsangel-Komplettpaket von seinen Distributionsmarken zur Verfügung gestellt, bestehend aus Ködern und Jigs von Neuke, aus Schnur- und Vorfachmaterial von Sundyne und Gewichten und Haken von Rio. Das heißt, wir haben hier einen Gesamtwert von über 250 Euro und einer von euch darf sich über eine riesige Auswahl von Krebsen in verschiedenen Größen und Farben, in verschiedene Haken passend dazu, Vorfachmaterial, Hauptschnur etc. freuen. Alles wunderbar aufeinander abgestimmt und genau, die Übersicht, die findet ihr dann hier nochmal auf dem Flyer und wie bereits erwähnt, zum letzten Mal gibt es hier dann die entsprechende Losnummer, wo ihr checken könnt, ob ihr der monatliche Sieger seid. Wenn es so ist, dann bitte einmal ein Foto eurer Karte an info@luredrop.de, dann lassen wir euch diesen Preis zukommen. Bevor wir jetzt den Gewinner ziehen dieses geilen Krebspaketes, Krebsangelpaketes, erklären wir euch ganz kurz, was wir vorhin angekündigt haben. Und zwar haben wir gesagt, das ist das letzte Mal, dass es hier eine Losnummer zu finden gibt. Das hat folgenden Hintergrund. Mittlerweile ist der Arbeitsaufwand, weil die Auflage ja gestiegen ist über die letzten Monate, so groß geworden, das hier einzutragen, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben uns entschieden, auch als kleines Dankeschön für die Abonnenten und für alle, die es noch nicht sind, als Anreiz,
Abonnent zu werden, dass wir ab dem nächsten Monat, also ab April, nur noch die Leute am Gewinnspiel teilnehmen lassen, die auch wirklich ein Abo haben. Also alle, die's, ja, alle, die den Lurdrop über einen Hecht & Barsch Online-Shop bestellt haben, sind da ab sofort nicht mehr dabei, weil wir das so technisch viel, viel besser lösen können. Wir wissen vorher, wer die Abonnenten sind. Ab sofort wird es über die Bestellnummer des Abos gehen. Und weil wir ja das Unboxing immer schon vorher drehen, geht das dann natürlich mit denen, die über einen Online-Shop bestellen, nicht, weil wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wer das bestellen wird. Bei den Abos wissen wir es aber schon. Das für euch als Info, jetzt aber noch ein allerletztes Mal im alten System. Also da könnt ihr jetzt gucken auf euren Flyer. Und gewonnen hat dieses Mal die Losnummer 67. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Bitte schreib uns eine E-Mail, lass uns deine, genau, wie Leo schon gesagt hat, ein Foto von deinem Flyer mit der Losnummer zukommen und dann natürlich deine Anschrift, wo es hingehen soll. Und genau, dann bekommst du auf jeden Fall dieses schöne Krebspaket hier vorne. Jetzt haben wir ein bisschen die Orientierung verloren, weil wir sind hier jetzt natürlich auch noch bei einem anderen Gewinn. Und das ist der Luredrop-Gewinner 02 aus den YouTube-Kommentaren. Das ist der User mit dem Namen KarlWasser865. Auch da herzlichen Glückwunsch. Auch du bitte E-Mail an uns mit Lieferadresse, damit wir das versenden können. Und ja, weil wir schon mal dabei sind, gibt es natürlich auch hier wieder einen Luredrop zu verlosen, nämlich den Luredrop 03. Und ja, da schreibt uns doch so wie immer einfach gerne in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen, welches Produkt werdet ihr als erstes am Wasser testen. Checkt auf jeden Fall auch mal unsere Instagram-Seite Luredrop aus, da gibt es jetzt ab sofort auch neuen frischen Content vom Wasser. Wir haben uns ein kleines Konzept überlegt und Leo und Jochen filmen da ja, Rig-Tipps, andere kleine Hinweise zu den Produkten aus dem monatlichen Luredrop. Ist auf jeden Fall ganz interessant und wenn es euch gefällt, lasst einfach ein Abo da, kostet ja nichts. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.